Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Kanal hier weiter guckst du mit einer kleinen Katastrophe. Nachdem der komplette Hof eingefahren war mit Autodrive und ich alles abgespeichert hatte, gerade das Spiel gestartet habe, um diese Folge aufzunehmen, wird mir mitgeteilt, dass keinerlei Verkehrsdaten mehr da sind, keinerlei Routen mehr drinne. Alles, was aufgezeichnet ist, was wir gemacht hatten zum Weihnachtsspezial und was ich auch danach noch gemacht hatte, um den Hof komplett einzufahren, wurde nicht übernommen, nicht gespeichert. Gut, kann passieren. Aber ist halt ärgerlich. Gut. Was soll's? Ist halt so. Des Weiteren müssen wir mal schauen bezüglich den Logs. Irgendwo. Ich denke mal, der Ford Pickup produziert einen Fehler. Da wollte ich ja mal nachschauen. Eine Warning ist drin. Aber ansonsten sieht die Lok an sich gut aus. Wer weiß. Hier war ich dabei gewesen, nachdem ich gesagt hatte, nach 5,5 Stunden Einfahrzeit. Ich mache jetzt doch mal eine Pause. Aber hab dann alles abgespeichert und bin schlafen gegangen. Gut, jetzt darf ich wieder alles einfahren. Passiert, wie gesagt, die Entwickler hatten ja auch gesagt, es ist zwar die Version 2.0, also im Prinzip 1.0 für den 22er. Aber ja, passiert halt. Kann man nicht ändern. Schütteln und weitermachen. Einmal nach die Tiere. Super. Die Produktionen laufen noch. Ja. Sehr schön. Dann gucken, wann wollte ich noch nach dem Kalender. Mal schauen, ob wir Baumwolle könnten wir anpflanzen. Baumwolle benötigen wir allerdings noch nicht, zumal ich keine Baumwolltechnik aktuell habe. Ja, Baumwolle wäre das Einzige. Im März können wir dann schon mehr machen. Im April können wir Mais machen, das ist gut. Mais, Sojabohnen, eventuell die Sonnenblumen schon im März. Ja, schauen wir nochmal auf die Karte. Wir haben das Feld 50, ansonsten noch das kleine 46er Feld. Oder wir sagen, wir machen den saisonalen Wachstum, die saisonale Wachstumseinschränkung aus und könnten dann jetzt alles anpflanzen. Eigentlich zu Beginn auch gar nicht so eine schlechte Idee. Mal gucken, wie viel Geld wir haben. Na, da. Ist im Wachstum die 51? Und das ist... Hörse? Sorghumhörse, oder? Das Feld muss neu bepflanzt werden. Das ist Gerste. Gut. Ja, ich denke mal, das machen wir auch in den Einstellungen, das kurz umstellen. Zu Beginn
Dadurch, dass wir jetzt ein halbes Jahr verloren haben, gar nicht mal so schlecht. Mal gucken, wo das ist. Jahreszeiten, saisonaler Wachstum. Aus, genau. Das speichern wir einmal. Zeitskalierung machen wir wieder an. Dann haben wir hier unseren Kuna und den. Stellen wir erstmal hier mit rein, den Anhänger. Schnappen wir uns den Kuhne und pflanzen Weizen an. Eigentlich ist Weizen das Wichtigste, was man hat. Die Saattechnik, ich muss mal gerade schauen. Direktsaat. Ob das da das Pflügen war? Einzelkorn. Nicht Einzelkorn. Sätechnik hier. Den haben wir ja. Die Möglichkeit. Kein Grubbern oder Pflügen möglich. Genau. Nötig. Also das heißt, wir können direkt mit denen auf dem Feld fahren. Und loslegen. Da sind wir jetzt faule Menschen und lassen einen Helfer ran. Der macht die Arbeit. Bin gerade ein bisschen sehr deprimiert, bin ich ehrlich, weil wir so lange dran gesessen hatten, damit es funktioniert. Und oder ich dran gesessen habe. Jetzt zu sehen, dass er Karten nicht übernommen hat, beziehungsweise die Strecke. Der Hof war komplett eingefahren mit alle Ställe, mit Futterbereich und. So dass wir hätten richtig automatisiert arbeiten können. Aber gut. Manchmal ist es so, kann man nicht ändern. Einmal schütteln, weiter geht's. Gerade das rückwärts Einparken des Krüger-Anhängers hat ewig gedauert. Immer wieder ist er mit der linken Seite leicht ans Garagentor ditcht.
Aber kriegen wir hin. Fahren mal zum Shop, laden uns noch einen Traktor auf. Und holen uns noch eine Seetechnik. Das wäre jetzt das Ideale gewesen mit Autodrive. Hätte man sagen können, fahrt zum Shop. Und er hätte es alleine gemacht. Aber man merkt, ich bin noch sehr, sehr deprimiert darüber. Aber alles gut. Aus Fehlern lernt man. Was ist nun? Das war der LKW, den man nicht die Innenansicht nutzen darf. Und bei dem werden wir auch gleich tauschen. Kaufen wir jetzt erstmal. Und holen uns erstmal Sätechnik. Beziehungsweise können wir ja mal hier schauen. Mit Baumwolle. Das ist die Sämaschine für Baumwolle. Baumwolle, Karotten, Sojabohnen, Sonnenblumen und Mais. Genau, den haben wir, dann könnte man, der ist ja auch direkt Saat. Hat 6 Meter, ja, den nehmen wir. Braucht 210 PS. Ja. Kennzeichen hinten. So, alles da. Und dann brauchen wir noch einen Sattelschlepper, einen anderen. Zu sehr orange.
sehr gelb. Die Farben gefallen mir nicht wirklich. Der geht. Gucken, was ein Gebrauchtwagenmarkt ist. Okay. So. Schnappen wir uns einmal den LKW. Das ist eine Konvertierung übrigens der LKW aus SnowRunners. Da ist es ja auch sehr detailliert, die Fahrzeuge. Oder sind sehr detailliert, besser gesagt. Ich mit dem LKW hingefahren bin, mit Satan-Auflieger, wenn wir doch einen Traktor mit haben. Wir müssen ja nicht die... Egal. Nicht nachdenken. Entschuldigung, da hat's gekribbelt in der Nase. Und Helfer einstellen. Dann tappen wir mal durch zu den LKW. Ja. Zuklappen. Ja, diese alten US-LKWs. Die haben sowas Uriges an sich. Gut, dann werde ich bis zur nächsten Folge wieder die Streckendaten versuchen zu retten oder nochmal zu organisieren, einzufahren etc. Ich stelle jetzt erstmal den Anhänger hier unten rein.
kann man machen. Sieht doof aus. Ja, die US-Anhänger haben leider die Eigenschaft, dass die von Wendeherkreis sehr schwierig sind zu handhaben. Aber mit ein bisschen Kraft und Spucke geht auch dieses. Ja, meine Lieben, dann bedanke ich mich. Wünsche euch einen wunderschönen Resttag, zweiten Weihnachtsfeiertag, falls ihr mich direkt gesehen haben solltet am Sonntag. Hoffe, die Weihnachtsspezial haben euch gefallen. Und sage dann bis dahin, ich bin raus. Euer Da guckst du. Wenn es euch gefallen hat, Like oder Abo. Oder auch für Kritik, Verbesserungsvorschläge, Kommentar. Bis dahin, ich bin raus. Bis dann. Ciao.